die Versöhnung zwischen dem deutschen und dem französischen Volk, die eine jahrhundertealte Rivalität beendet, stellt ein geschichtliches Ereignis dar, das das Verhältnis der beiden Völker zueinander von Grund auf neu gestaltet. Dies geschieht in dem Bewusstsein, dass eine enge Solidarität die beiden Völker sowohl hinsichtlich ihrer Sicherheit als auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung miteinander verbindet. Constatant en particulier que la jeunesse a pris conscience de cette solidarité et se trouve appelée à jouer un rôle déterminant dans la consolidation de l'amitié franco-allemande. Reconnaissant qu'un renforcement de la coopération entre les deux pays est une étape indispensable sur la voie de l'Europe unie, qui est le but des deux peuples, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Konrad Adenauer, und der Präsident der Französischen Republik, General de Gaulle, haben sich zum Abschluss der Konferenz vom 21. und 22. Januar 1963 in Paris einverstanden erklärt, mit der Organisation und den Grundsätzen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten, wie sie in dem heute unterzeichneten Vertrag niedergelegt sind. Il a mieux aimé se noyer que de signer. Ils l'ont tous abandonné. Leur confort, leur passé, leur bonheur, l'espoir. La corde qui l'emporte ne tient pas aux habituelles remorques. Sa poitrine lui servira d'oreiller. L'extrême douceur de son abandon l'éveillera. Die gespeicherte Ruhe schält sich aus tausend verbrannten Musselinzweigen und aus schwimmenden Blättern einer naschhaften Pflanze heraus. Schiffssalute bringen seinen natürlichen Schmuck für künftige Kombinationen zur Blüte. La métamorphose est la possibilité de porter un regard radicalement différent sur le monde dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas de construire notre propre petit univers à partir d'éléments de rêve afin de s'y comporter de manière amicale ou malveillante, mais de se déplacer librement et audacieusement à la frontière entre le monde intérieur et le monde extérieur et d'intervenir dans la construction du monde avec une étincelle de poésie. Die Freude an jeder gelungenen Metamorphose entspricht nicht einem elenden ästhetischen Trieb der Zerstreuung, sondern dem uralten vitalen Bedürfnis des Intellekts nach Befreiung aus dem trügerischen und langweiligen Paradies der fixen Erinnerungen und nach Erforschung eines neuen und ungleich weiteren Erfahrungsgebiets, in welchem die Grenzen der sogenannten Innenwelt und der Außenwelt mehr und mehr verwischen. Die revolutionäre Bedeutung dieser erstlich vielleicht absurd anmutenden Naturbeschreibung